Herzlich willkommen, neuen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir haben Post bekommen. Oh, von Mischka, hallo. Also, manchmal, wenn ich was schreibe, so wie jetzt, dann vergesse ich voll, was ich schreiben wollte. Aber ich schreibe trotzdem weiter und bevor ich es merke, habe ich es abgeschickt. Danke, Mischka. So, hier haben wir Rainers Dings. Look Shopping, habe ich mir ein paar Kleidungssachen bestellt, weil ich glaube, die hatten wir noch nicht. Teleskop hatten wir auch noch nicht. So, super. Dann öffnen wir mal alles hier. Eine schöne Chinohose. Nebelshirt. Ich finde, das Nebelshirt sieht nicht ganz so toll aus, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ach, wir können auch das hier anziehen. Genau. Und eine Chinohose dazu. So. Cool. Ich glaube, ich habe keine einzige Chinohose jemals in meinem Leben getragen. Kriegerstatue ist auch cool. Ah, ich dachte gerade, was ist denn das hier? Aber es ist unsere Lampe. Ist sie überhaupt an? Ah ja. Lol. Ist aber schon ein großer Unterschied. Oh, schöne Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. So, dann gehen wir mal kurz in den Terminal. Heute werden wir die Insel weiter bearbeiten. Das heißt, wir werden einen Fluss machen. Ja, das ist so der Plan für heute. So, Rühmpreis hier, Herr. Rühmpreis, was hast du anzubieten? 101, okay. Nee, danke. Nee, danke. Oh, den Schuh, den haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nehme ich. Und das Bett haben wir auch noch nicht. Das Hochbett. Bettpult. Achso, so heißt das. Okay. Lass mich mal durch. Nee, sieht nicht schön aus. Aber den Frost, den Schneeflockenschirm, den können wir uns mal nehmen. Genau. So. Was haben wir hier? Mikroskop. Nehme ich. Und tschüss. Tschüss. Oh, was habe ich gestern noch gemacht? Weiß ich gar nicht mehr, Leute. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall gestern überhaupt kein Fernsehen geschaut. Jo, soweit ist es schon gekommen. Und ich muss die Werkstatt nachher anrufen, dass die mir meine Reifen wechseln. Ja. Oh, da haben wir ihn. Hallo. Guten Morgen, Wewe. Gehörst du heute auch zu den Frühaufstehern? Was gibt es Schöneres als Sport? So 100 Kniebeugen. Bist du dabei, Wewe? Nee. Nee, Bruder, da muss ich ganz schnell los. Ganz, ganz schnell. Wie viel haben wir heute? Den 28., ne? Oh, dauert ja echt nicht mehr lange bis Juni. Ich meine, wie viele Tage hat der Dings? Ach, 31, okay. Dann erst ab Montag. Ab Montag. So, erstmal das Rezept suchen, bevor wir die Insel bearbeiten. Ah, ich könnte vielleicht auch demnächst. Ne, da ist nichts. Schon vorher das Rezept suchen. Bevor ich aufnehme. Ja, okay, das könnte ich vielleicht machen. Aber das könnte ich auch sein lassen, oder? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Sand. Mann, ich würde auch so gerne auf dieser Insel hier wohnen. Die Bewohner müssen nicht arbeiten, die müssen halt nur fischen. Und das war's ja schon hier. Die können einfach hier leben. Leben, leben. Oh, gib mal her, hier. Super. Noch ein Fossil. So, ein Fossil fehlt uns ja noch, wie wir gestern festgestellt haben. Och, Gulliver ist mal wieder da. Ah, schön. Hallo Gulliver, endlich. Endlich bist du mal wieder da. Hat auch lang genug gedauert, ey. Ja, ich will dir helfen, Gulliver. Hallo.
Ja. Komm, jetzt aber. Oh, Junge. Sonst war es nur 5-mal ansprechen und jetzt? 8-mal oder was? Oh, halt, ist das etwa mein Lieblingslandrat Moritz? Ja, ahoi! Gut, dass dein Kopf so groß ist. So kann ich dich auch mit brummenden Schädeln erkennen. Willst du wissen, was diesmal er an diesem Strand verschlagen hat? Ja, sicher willst du das. Also, ich habe da gerade mit zwei Dutzend Meeresmonster gekämpft. Drei hatte ich schon am Boden, aber da kam das vierte von hinten. Ein verheerender Kitzelangriff. Ich hatte keine Chance und wie ein Stein stürzte ich über Bord. Platsch! Zappel, zappel, paddel, paddel, blubber, blubber. Und hier komme ich wieder zu mir. Als man mich mit nervigen Stupsern wieder zum Leben erweckt. Ja, mehr hätte ich nicht ausgehalten. Es hätte schief gehen können. Ha? Das ist die Stelle, an der du lachen solltest. Hm, den kanntest du wohl schon. Na, ich könnte noch Stunden mit dir schnacken, aber der Ozean rauscht meinen Namen. Meine Güte! Mein treuer praktischer Fernsprecher ist kaputt. Das ist wieder treuer praktisch. Merkrickige Makrelen, das Ding ist völlig abgedackelt und es fehlen diese festspeichernden Teile. Ich muss also warten, bis ich meine Mannschaft von selbst finde. Hm, das wird dauern. Ich helfe dir. Ich höre hier rum wie eine arme kleine Robbe. So zu mir meine Fernsprecherteile, bitte. Okay. Oh, danke dir, du blöden Anemone des Meeres. Danke, dein Herz ist noch größer als dein Kopf. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier ein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft und mich selber. Deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach ihrem Schiff Ausschau. Die Jagd nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja, ich habe ja auch keine andere Wahl. Ja, danke, danke schön, dass ich hier mal wieder dein Lebensretter bin. Wir suchen die natürlich auch. Das ist das erste Mal, dass Gilliver im März kommt, im Mai kommt. Hä? Oh, hier ist auch kein Rezept. Dann war es doch da hinten. Kacke. Ach. Das nenne ich echt Kacke. So, wo sind diese Fernsprecherteile? Hallo? Kommt mal her. Da ist eins. So. Da ist auch noch eins. Dann müssen wir außen herum gehen. Ich wollte gerade sagen, ach, das nervt mich ja eigentlich, immer außen herum zu gehen. Warte, ist das der richtige Weg? Nee, ne? Nee. Vielleicht mache ich da unten rechts auch noch ein Tor hin. Dann habe ich 2 Wege, da hochzukommen. Hallo, Mischka. Oh, Misusu, hallo Misusu. Du bist echt ein Zuschauermagnet. Kleine Dame. So. Ah, da. Super. Mann, wer will nicht auf so einer Insel hier wohnen, ja? Wo man zwar arbeiten muss, Sachen verkaufen kann. Aber trotzdem, man hat ja echt ein schönes Leben. Hat ja echt ein schönes Leben. Der Hauttyp hat sich aber noch nicht verändert, ne? Ne, vielleicht erst im Sommer. Das kann sein. So, wo ist das Rezept? Hä? Hier ist auch keins. Ah, da. Oh Gott, hinter der Palme. Oh mein Gott, Leute. Das war sehr, sehr gut versteckt. Oh, wir haben endlich mal einen Grabstein, aber japanischen Grabstein. Gucken mal rein. Okay. Schade, ich hätte ganz gern den normalen Grabstein gehabt. Ich würde nämlich ganz gern auch einen Friedhof hier auf der Insel bauen. Das finde ich schon cool. So. Fernsprech an. Nee, Fernspeicherteile oder so. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Hier ist nichts. Und hier ist. Da ist was.
Na, ja, fehlt uns nur eins, ne? Ach ne, wir haben fünf. Wir haben fünf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du kommst viel zu nah. Und du auch. Ich packe hier. Bitteschön. Wir dürfen nicht da unten die... Oh, Mischka, nein. Was hast du denn? Normal mache ich ja sowas nicht, aber ich habe ja... Ah, gut. Oh, aber sowas von. Okay. Schon besser. Bitteschön. 3000 für irgendwas. Zeig mal her, wie das aussieht. Oh, cool. Danke. Na? Ah, ja, ich habe Pflanzen gepflanzt, das stimmt. Ja, bitteschön. Mach ich doch gerne. So, das tun wir auch mal weg. Das kommt dann hier hin. Da hinten. Pflanzen. Bitteschön. Ich hätte die anderen auch eben gießen können. Das stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht. So. Oh, das war glaube ich komplett daneben, oder? Ah ne, doch nicht. Hat nur gereicht. So, wehe Gildewa liegt wieder am Strand. Ich muss ihn wieder aufwecken. Hoffen wir jetzt einfach mal nicht. Ne, gut, er ist da. Jawohl, Captain. Bitteschön. Ja, ja, das Ding läuft jetzt bestimmt. Also, es ist schon wieder passiert. Also, holt ihr mich bitte ab. Hier sind die Koordinaten. Du bist der Beste. Vielen Dank. Ja, ich schick dir was. Ja, ein Kraken vielleicht, ja? Ja, danke. Tschüss. Gut. Gut. Wir gießen eben das da unten und danach machen wir im Fluss weiter. Ach, Mann, ey. Aha, vielleicht möchte ich da auch doch noch eine Brücke hin. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall gießen wir erstmal euch hier. Und euch. Super. Hier Spaß beim Wachsen. Zombie Susu, hallo, meine Kleine. Oh Moritz, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, mich zu begrüßen, Träum. Manches tut man, weil man es tun will. Anderes tut man, weil man es muss. Aber man sollte nicht vergessen, von Zeit zu Zeit auch einmal überhaupt nichts zu tun. Ja, da hast du natürlich recht. Oh, ich hab Meilen. Super. Und schon mal 4 Meilen-Tickets, die wir insgesamt haben. Sehr schön. So. Gut. Die Karte haben wir da unten, ne? Wir sind da so circa in der Mitte. Oh, ich merke gerade, ursprünglich sollte der Berg rechts viel, viel größer sein. Aber es ging, glaube ich, nicht. Ah, nee. Das ist schon die perfekte Größe. Okay. Dann wollen wir mal hier Bauarbeiten. Bauarbeiten beginnen. So, als erstes 1, 2, dann 1, 2 und dann geht's hier hoch. Ups. Nee, du nicht. Dann geht's hier hoch. Also, wir müssen mal ganz kurz gucken. Muss er dann circa hier so sein. Oder? Ja. Ich glaube schon. Oder sogar noch ein weiter nach rechts. Naja. Aber von da oben kommt auf jeden Fall ein Wasserfall runter.
Ja. Ups. Ja, so. Alter. Ja, dann geht's hier auf jeden Fall runter. Oh, da sollte aber eigentlich nur eine Brücke hin. Ich glaube, das reicht nicht ganz mit dem Platz. Wie sieht's denn hier weiter auf der Karte? Der Berg ist da ungefähr eins und etwas größer. Okay. Machen wir noch die zwei Reihen weg hier. Dann müsste es aber passen. Genau. Oh. Okay. Ein Schmetterling. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Vielleicht suche ich mir mal eben ein paar Fragen raus, ja? Ask. So, dann gucken wir mal hier. Oh, was ist das denn jetzt hier? Werbung? Seit wann gibt es denn sowas hier? Nee, danke. Oh Gott, ey. Wann bist du das letzte Mal auf den Baum geklettert? Ich glaube mit 8. 9, 10. Auf jeden Fall Grundschule, würde ich sagen. Danach nicht mehr. Oder? Zählt sowas wie so ein Kletterpark. Dann? Auch Grundschule, glaube ich. Ich war danach nicht mehr auf dem Kletterpark, oder? Doch! Doch. Auf der weiterführenden Schule. War ich auf dem Kletterpark. Stimmt. Daran hätte ich mich jetzt fast gar nicht mehr dran erinnern. Aber doch, das war die Geschichte. Ich habe dann irgendwann Nasenbluten bekommen, wieso auch immer. Ja. Und hab. oben alles voll geblutet. Ja, ich hab's gar nicht bemerkt, ja. Dann sagte Arthur dann, das war mal damals ein Freund von mir, Moritz. Geht's dir gut? Ich so, wieso? Ja, du blutest. Hä? Echt? Dann habe ich geguckt, oh Gott, ich blute. Ja, das war echt fällt. Und da haben, meine ganze Klasse hat gedacht, ich hätte, von Arthur eine eine geschlagen bekommen. Aber so war das nicht, so war das nicht. Ich weiß selbst nicht ganz, was da passiert ist, aber es war schon lustig. Also lustig, ja, vielleicht für andere Leute nicht, aber ich meine, es gibt Schlimmeres, ja. Aber geschlagen worden bin ich nicht. Möchte ich mal eben hier noch festhalten. Oh, da muss ich husten. Ja. Ja, so ist das, glaube ich, gut hier. Genau. Ach, den einen haben wir jetzt dann nicht, aber ist egal. Oder? Nee, ist nicht egal. So. Genau, das war die Geschichte zum Klettern. Wann hast du das letzte bemerkt, dass sich deine Meinung zu einem Thema so richtig geändert hat? Meinung zum Thema. Puh. Meine Meinung zu irgendeinem Thema. Also momentan, also eigentlich war ich schon immer so, der immer nur egal. Mir ist das Thema egal. Nervt mich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Denn ich weiß es selbst nicht. Welche Meinung habe ich denn irgendwann mal geändert? Vielleicht über bestimmte Personen? Aber selbst da habe ich eigentlich noch nie wirklich meine Meinung geändert. Eine schwierige Frage, die ich so nicht beantworten kann. Es tut mir leid, ja? Fragensteller. Es tut mir leid. Aber ich überlege noch, okay? Wovor hast du am meisten Angst? Oh, auf jeden Fall vor Spinnen. Glaubst du an Schicksal? Also,
Schicksal kann man ja ändern, ne, wie man in Naruto gelernt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich sag zwar immer, ach, das Schicksal, das wird es schon regeln. Das sage ich zwar wirklich immer, aber glaube ich daran? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht. Aber ich finde es schön, wenn man dran glaubt, also wirklich, dass man sein Schicksal ändern kann. Finde ich sehr schön. Aber ich glaube eigentlich nicht wirklich daran. Nee, nein. Nee, tue ich nicht. No. Auf welcher Website verbringst du am meisten Zeit online? Online. Würde ich glaube ich ganz klar YouTube, Netflix und Amazon nennen. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich ja. So. Das wäre jetzt der Fluss hier. Der ist ja soweit in Ordnung, oder? Wir machen das vielleicht hier noch weg. Und hier nochmal eins breiter. Und hier auch. So. Hier geht es jetzt eh noch nach links runter zu dem Fluss hier. Aber sonst würde ich das ja eigentlich schon ganz gut finden. Wenn wir machen nur die Dinger hier, die Letter. So. Ah, vielleicht ist das hier ein bisschen zu dünn. Ah, vielleicht noch ein. So. So würde ich es eigentlich lassen wollen. Ja. So, hier können wir auch noch eine Ecke machen. Was war die Frage? Achso, okay. Wann hast du das letzte Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint? Oh, ich glaube, da war ich 16. Ja. Ganz einfache Geschichte. Ich wollte nicht arbeiten. Genau, das war die Geschichte schon. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was mir wirklich wichtig ist momentan. Ich weiß nur, was ich gerne in der Zukunft erreicht haben möchte und was ich dann auch als wichtig empfinde. Zum Beispiel, ich möchte auf jeden Fall wieder einen Hund haben. Und ja, das ist so mein größter, also das finde ich am wichtigsten, dass ich irgendwann mal wieder einen Hund habe. Denn ich bin mit Hund aufgewachsen und ich vermisse meinen Hund. Der lebt ja bei Mutter und nicht bei mir. Deswegen, naja. Naja, genau. Also ich möchte mir auf jeden Fall einen Hund holen. Wenn es klappt, vielleicht schon nächstes Jahr. Wenn es klappt, Leute. Ich fände es cool, wenn es klappen würde. Aber, ne? Hund braucht natürlich viel Zeit. Und mit dem Job würde ich es vielleicht sogar hinkriegen. Weil ich gehe ja studieren, aber ich mache da noch einen Nebenjob dabei. Und Studium ist zum Glück von zu Hause aus. Also außer Montag und Freitags. Da müssten sich dann vielleicht andere Leute drum kümmern, aber ich habe genug Leute, die das dann gerne machen würden. Ist auch schon vieles abgeklärt worden. Wenn ich dann mal irgendwann einen Hund holen werde. Und ja, das ist so mein Ziel momentan. Irgendwann einen schönen Hund. Also schön, weiß nicht. Liegt im Auge des Betrachters, Leute. Aber ich möchte mir auf jeden Fall noch einen Hund holen, ja. Das ist so, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich mir nur erfüllen möchte. Genau. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob ich den kastrieren möchte. Eigentlich liebe ich ja Welpen. So, okay. Welche Orte in dieser Stadt gefallen dir besonders gut? Auf jeden Fall die Rheinbrücke, das Rheinufer. Da gehe ich nämlich nachts immer joggen. Ah, vielleicht hätte ich das nicht erzählen sollen.
Jetzt gehe ich nicht mehr nachts joggen. Ja, das ist eigentlich so der schönste Ort hier in Düsseldorf tatsächlich. Ja, würde ich schon sagen. Sonst haben wir natürlich auch viele Seen noch hier. Aber ich glaube, die sind mehr in Ratingen als in Düsseldorf. Die haben irgendwie gefühlt 8 Seen oder so. Silbersee, Goldsee, Blausee, Grünsee. Alles nach Farben benannt. Finde ich cool. Finde ich cool. Hat zwar irgendwie gar nichts mit dem See zu tun, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh. Hab ich wieder verkackt. Hast du schon einmal dein Hobby ein... Was? Achso, hast du schon mal einmal... Hey, ich verstehe die Frage nicht. Hast du schon einmal in Klammern dein Hobby einführen? Ein Hobby? Okay. Also ich schwimme halt viel, ne? Das wissen vielleicht auch schon viele. Ich gehe joggen aktuell. Und zocken ist wohl mein Hobby. Ich versuche auch, mich immer ins Lesen zu drängen. Ne? Utopia liegt hier immer noch. Ich hab's noch nicht durch. Obwohl das Buch echt cool ist eigentlich, aber wenn ich dann irgendwann Zeit habe, dann denke ich gerade nicht an das Buch. Und das ist, glaube ich, ein kleines Problem von mir, das ich gerne vielleicht noch ändern würde. Wollen würde. Damit ich dann auch mal an das Buch denke, dass ich das dann in der freien Zeit dann lesen und nicht irgendeine Serie schaue vielleicht. Das wäre noch, was ich noch gerne machen möchte. Würde wollen. Genau. Was haben wir da noch? Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, das du erlebt hast? Oh, ich war nicht auf vielen Konzerten oder Festivals. Ich war, glaube ich, meine Mutter war so Herbert. Nee, nicht Grönemeyer. Hier. Matthias Reim war ich, glaube ich, einmal mit. Als Baby. Und Nevio von DSDS waren wir mal auf dem Konzert, deswegen würde ich Nevio sagen. Aber sonst war ich nirgendwo, Leute. Sonst war ich nirgendwo. Nirgendwo. Was würdest du in der Welt gerne verändern? Die Frage beantworte ich jetzt nicht, danke. Oder? Warte, was würde ich... Also auf jeden Fall würde ich verändern, dass... Ja, was würde ich denn großartig verändern wollen? Wir gucken uns mal eben die Karte an und der Fluss, der sieht sogar relativ besser aus als rechts. Das kann man schon mal sagen. weiß nicht, was ich verändern wollen würde. Momentan, also auf jeden Fall weniger Krieg, aber der Krieg soll ja angeblich schon aufgehört haben. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Vielleicht, dass man die Währung vielleicht komplett ändert und sagt, wir brauchen keine Währung, sondern wir, ja, wir sind einfach da und können kaufen, was wir wollen, weil in den Geschäften ist eh genug Leute und, ja, weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, Leute. Schwer zu sagen. Warte mal, wir machen den See ein bisschen weiter. Vielleicht machen wir den hier so hin. Hier oben wollte ich halt einen ganz schönen großen See haben. Deswegen werde ich erstmal die Umrandung machen. Oh, das war mein Handy. Jemand ist auf Twitch online. Wer ist dein Lieblingsmusiker? Momentan immer noch Demi Lovato. Dann noch auf jeden Fall Sia, Shawn Mendes, achso, ich wollte erst die Umrandung machen, ne? Warte, höre ich hier schon auf? Ja, hier höre ich auf, okay. Wen gibt's noch? Ich überlege gerade. Alicia Cara hier, alles. Skies of Beautiful. Noah Levy höre ich momentan auch viel. Und Phasen habe ich auch weiter zumindest oft gehört. Also, ne, Lieblings vielleicht nicht ganz. Sonst fällt mir eigentlich gerade überhaupt keiner ein.
Coldplay fand ich immer ganz cool. Ja. Ne? Ich hoffe, das reicht. Kann ich hier auch? Oh, super. Ich kann hier durch das Unkraut machen. Das ist natürlich auch sehr schön. Sehr schön. So. Machen wir hier noch drei hin und dann haben wir es, denke ich. Super. Das hier wird dann unser See. Hast du ein Musikinstrument spielen gelernt? Ja, habe ich. Ich habe mit 7 habe ich Gitarre angefangen. Bis ungefähr 9. Also 2 Jahre. Ja, vielleicht auch 3 Jahre. Dann habe ich noch Klavier gelernt. Und in der Schule Querflöte. Ja, yeah, Querflöte, Leute. Wenn das nicht cool ist, Leute, weiß ich aber auch nicht. Genau, das sind so die Sachen, die ich gelernt habe. Ja. Genau. Irgendwann möchte ich dann auch selbst ein Piano haben, zu Hause. Und dann geht's los. Aber dafür braucht man natürlich auch Platz, ne? Irgendwann werde ich mir den Platz dann besorgen. Möchte ja eh eigentlich echt viele Zimmer haben, tatsächlich. Kinderzimmer, Schlafzimmer, Ankleidezimmer. Große Küche, großes Bad. Jo. Und dann eine Putzfrau einstellen. Genau, das ist mein Plan fürs Leben, Leute. So. Ups. Egal. Hier kommen wir eh dahin. Super. So, hier kommt auf jeden Fall unser See. Ich finde, so ein See ist eigentlich ganz cool. Mit einem kleinen Fluss natürlich. Genau. Ich dachte mir so, ein See ist eigentlich echt ganz cool. Ich wollte auch vorher eigentlich meine Insel zu einem See machen. Das mittendrin See ist und dann außen herum dann die Häuser. Wäre bestimmt auch cool gewesen. Aber dann hat man echt überhaupt nicht so viel Platz. Aber es wäre echt, glaube ich, cool gewesen. Das stimmt schon. So. Oh, 32 Minuten. Ich wollte eigentlich nur 30 Minuten machen. Komm, eine Frage machen wir noch und danach hören wir auf. Wie sieht ein perfektes Weihnachten für dich aus? Oh, keiner. Also Weihnachten. Oh, ich mag das nicht so gern, wenn man mit der Familie sich trifft, weil meistens ist es nur nervig. Man bekommt die ganze Zeit nervige Fragen gestellt, die man nicht hören will. Und das nervt mich meistens immer am meisten. Bei meiner Tante war es immer so, sie hat mich jedes Mal gefragt, wenn ich da bin. Ist es nicht kalt? Wieso ziehst du denn kein Pullover an? Ich will kein Pullover anziehen. Ich hasse Pullover. Mein Gott, hat sie nie verstanden, Leute. Ich hasse auch jetzt noch Pullover, ja? Ich war ein Mensch. Ich war als Kind einer, der immer sehr, sehr schnell geschwitzt hat. Vor allem, wenn man Pullover angezogen ist. Und deswegen habe ich nie einen Pullover angezogen. Weil ich es dann lieber kalt hätte. Bevor ich dann irgendwie anfange zu schwitzen. Und das habe ich relativ früh schon bemerkt. So mit 6 oder so. Und seitdem habe ich auch nie wieder mehr einen Pullover angezogen. Ja. Genau. Super, ne? Das war ja ein tolles Ende hier. Nochmal gequinscht hier oder was. Hier, komm, eine Frage machen wir noch. Ich guck noch eben schnell. Was ist dein absoluter Traumjob? Pathologe. mit Leichen herum. Habe ich ja schon mal erzählt. Oder Detektiv wie Detektiv Conan. Das wäre auch cool. Genau. Kannst du dir vorstellen, eines Tages im Ausland zu leben? Auf jeden Fall, weil da kennt mich dann keiner. Da müsste ich aber auf jeden Fall deren Sprache lernen.
weil sonst habe ich Probleme. Ich dachte gerade, was mache ich hier denn für einen großen Fluss? Aber dann ist mir aufgefallen. Ach ja, stimmt, ich wollte einen See machen. Okay, Leute. Obwohl, warte mal, das Stück können wir ja eigentlich noch machen. Ach komm, das machen wir noch hier. Schnell. Schnell. Ja, also Ausland, Norwegen fände ich ganz cool. Haben auch eines der besten Internets, glaube ich. Also Breitbandausbau. Dann finde ich vielleicht sogar Amerika ganz cool. Karibik oder so. Auf jeden Fall am Wasser würde ich ganz gern wohnen. Ist egal, ob warm oder kalt. Auf jeden Fall am Wasser. Genau. Neuseeland wäre natürlich auch schnieke. Ne, aber dafür müsste ich wahrscheinlich erstmal im Lotto gewinnen oder sowas. Genau. Hast du Wurzeln aus fremden Ländern? Nein, habe ich nicht. Hattest du mal Haustiere? Habe ich ja erzählt. Ich hatte mal zwei Katzen. Simba und Aladdin. Dann hatte ich auch noch Niki. War auch noch eine Katze. Hatte ich auch Meerschweinchen, Strubels und noch irgendeinen Namen. Aber weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Die Namen weiß ich echt nicht mehr. Dann hatten wir Timon geholt. Also der hieß eigentlich Timothy. Haben wir umbenannt zu Timon. Wir waren schon so ein bisschen Disney-Charaktere. War schon cool, Leute. War schon echt cool. Ich überlege gerade, ob ich meinen nächsten Hund auch einen Disney-Namen geben soll. Eigentlich ist das ja schon fast schon eine Tradition. Oh, Mulan ist auch ein schöner Name. Boah. Mulan. Komm, Mulan. Ist auch cool, oder? Mulan finde ich echt cool. Als Namen. Na, mal schauen, Leute, mal schauen. Auf jeden Fall einen Hundenamen habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Eher so Babynamen, falls ich irgendwann mal Vater werde. Und ich möchte wirklich einen Conan haben. Einen Conan Edogawa als Sohn. Meine zukünftige wird dann bestimmt einen Vogel zeigen, meinen Namen. Und ich sage dann, oh komm schon, Conan heißt doch niemand. Dann als Zweitnamen, ja? Und er kann sich dann aussuchen, wie er heißen möchte. Ich werde ihn dann auf jeden Fall nur noch Conne nennen und nicht Moritz oder weiß ich, wie er dann heißt. ich brauchte drei Früchte oder vier? Ne, zwei. Zwei, glaube ich. Oh ne, hier komme ich jetzt gar nicht mehr rüber. Stimmt. Die Brücke, die können wir auch noch eben platzieren. Können wir natürlich auch noch platzieren. Oh, Moritz, hör mal. Hallo, ich krieg eine Emotion. Oh je, Mini. Enttäuschung. Okay, danke schön. Sehr schön. Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären es? Oh. Geschichtliche Person. Oh Gott. Also keine Promis. Okay. Geschichte. Ich überlege gerade. Boah, ist echt schwer. Auf jeden Fall Jeanne d'Arc finde ich ganz interessant. Genau, die ist auch ein bisschen geschichtlich, wegen Hexenverbrennung und sowas. An Gott glauben und so. Ich glaube, da will ich schon mal gern was wissen. So, die anderen zwei Personen. Ich überlege noch, Leute. Das ist echt eine schwierige Frage. Denn ich habe mit Geschichte eigentlich... Also Geschichte langweilt mich tatsächlich. Außer das Thema mit Jeanne d'Arc. Das fand ich immer sehr interessant. Wir nehmen, glaube ich, auch eine Hängebrücke. Ja, und ob? Wen gab es denn überhaupt in der Geschichte? Also, meinst du, dass die Könige, Kaiser? Aber da ich ja der einzige König bin, ne? Aslan natürlich, ne? Von Narnia. Ist ja auch Geschichte, ne? Fantasiegeschichte. Ja, ich habe echt keine Ahnung, Leute. Ich möchte jetzt nicht unbedingt mit einem bösen Typen da herumsitzen, weil waren viele, glaube ich, böse, oder? Weiß nicht.
Wie viel wollte ich abheben? 100.000. Ja. Okay, bei Promis fällt es mir, glaube ich, leichter. Da würde ich auf jeden Fall Emma Watson einladen, Chrissy Constanza und Andrew Garfield. Und Demi Lovato eigentlich auch noch. So die vier. Aber so mit solchen Persönlichkeiten, geschichtlichen, da wüsste ich es nicht. Da wüsste ich es echt nicht. So, oh, ich sehe gerade was. Wir müssen da hinten noch die Ebene ebnen. Och Gott, komm. Ich gehe hier drüber. Komm, ich gehe einfach hier drüber. Oder kann ich da so rüberschwingen? Nee, kann ich nicht. Und hopp. So. Machen wir hier nämlich das hier. Ja, am besten auch. Hier machen wir es auch mal. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass die Brücke so nah rechts ist. So. Oder komme ich nicht mehr rüber? Okay, okay. So, hier soll die Brücke bitte. Ah, nee, hier. Och man, ey, jetzt muss ich erstmal darüber, oder was? Ist ja hier wieder belastend, Leute. So, hier machen wir aber noch die Ecke, ist schön. Dann gehen wir halt wieder rüber. Oh, vielleicht möchte ich da zwischendurch noch eine Brücke hin. Das dauert mir zu lang. Oder ich lasse den Weg hier ein bisschen. Oder ich mache hier ein Loch rein. Dass man da zwischendurch durchlaufen kann. Das wäre auch noch eine Idee. Genau. So, ups. Oh, hier machen wir so eine Kurve hin. So. Und dann machen wir hier die Brücke hin. Ja, hier ist gut. Danke. Na, vielleicht war es hier doch nicht ganz so gut, aber ist egal. Hauptsache hier ist eine Brücke. Ja, ja, na klar. Bitteschön. So, Leute. Wie vor allem. Oh, 9.22 Uhr. Dann gehen wir noch eben ins Kleidungsgeschäft. Oh, jetzt ist der Part doch echt noch sehr, sehr lang geworden. Das wollte ich eigentlich gar nicht, dass er so lang wird. Aber ist in Ordnung. So, dann hätten wir die Sache mit den Flüssen auf jeden Fall fertig. Ah nee, noch nicht ganz. Fehlt uns noch ein kleines Stück links oben. Beim Wasserfall. So. Ja, 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 ich kann den nicht graben, ich weiß. Wurde schon mal ein Gerücht über dich verbreitet? Oh, ich glaube bestimmt. Ich war so eine Person, die bei einer Klasse so mittelbeliebt. Es gab 50%, die mich hassen, 50%, die mich liebten. Ja, das, ja. Das kann ich, glaube ich, so feststellen. Ah, eine Cappy vielleicht mal. Mir auch was Neues. Ja gut, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns am Morgen wieder. Oder ihr schaut einfach Minecraft Dungeons. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.